Herzlich willkommen, Freunde! Yeah, Hallöchen! Den Controller in der Hand, das Mikrofon ist drin und das Game ist an. Für euch fängt jetzt das Entertaining an. Nein, wir sind nicht bei Banjo-Kazooie. Also, okay, ich habe jetzt nicht auf Videokommentare gewartet und zu erfahren, ob ich nochmal als großer Link zur Vogelscheuchen-Haste nicht sehen muss. Nun weiß ich, nein, muss ich nicht. Oh, guck mal, was ich hinkriege. Nee. Nee. Ah, genau sowas! Okay, ich hab's doch noch hingekriegt. Ein sehr schönes Lied, wie ich finde. Oh, und natürlich wieder mit Grafikfehlern begleitet, Freunde. Das sind wir, die Steckenpferde in unserem Let's Play. Und wir machen uns nun wieder zu The Big Bigger The Biggest hier, der Master of Linky hier, ihr wisst schon. Eben nicht The Young Link. Bin ich ganz froh drüber, dann kann ich mein Brotmesser wieder weglegen. Ja, da bin ich ein bisschen doch auf Power versessen. Und Fruchtzwergewachstum an! Ach, zum Glück tun wir uns jetzt nicht nochmal das Gequatsche in dem komischen Hallen, das hast du nicht gesehen, an. Cool. Aber nun haben wir das in der Hand. Yeah. Mein Begoron-Schwert ist wieder da. Und ich kann nun die Vogelscheuchen-Polka, hast du nicht gesehen, rufen. Das heißt, wir können nun ohne Probleme, mit voller Zuversicht, den nächsten Dungeon in Angriff nehmen, Freunde. Und ja, der Banjo-Tooie-Part für morgen ist schon längst fertig. Den hatte ich schon im Voraus aufgenommen. Das heißt, es fehlt noch Ocarina of Time. Und der ist ja jetzt gerade am Laufen, wie ihr seht. Naja, das seht ihr jetzt gerade nicht, aber ich sehe es gerade. Und ihr seht es dann, wenn ich hochlade. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hasse Zombies. Ich hasse sie übermaßen. Verpisst euch. Verpisst euch, ihr seid alle immer noch Jungfrau. Ja, kein Wunder, so hässlich wie ihr aussieht, nehmt euch ja kein Schwein. Der ist recht keine Frau. hier kann ich nicht groß was drin machen. Da brauche ich erst die komischen Geister. Das könnte ich ja jetzt auch so ein bisschen machen. Ist mein Pferdchen hier? Wo ist mein Pferdchen? Sapuster steht da hinten noch irgendwo. Wo ist denn mein Pferdchen? Egal, na, wir kennen das Zaubermittel. Ich glaube sowas. Nee. Genau, Eponas die Freunde. Es erklingt und Eponas da. Na, wir hören's schon und oh Gott, aus dem Nichts taucht es auf. Und ich weiß, wenn ich mich auf mein Pferdchen schwinge, kann man hier 10 Geister fangen. Ach ja, und die kann ich mit dem Bogen alle abschießen. Aber irgendwie stelle ich mich dabei selten dämlich an. Weil, naja, Reiten und Pfeile schießen ist ja nicht so mein Steckenpferd, ihr wisst. Ich glaube, es gab hier direkt eins am Tor irgendwo. Oder bin ich bekloppt? Ich glaube, ich bin wirklich bekloppt. Ich weiß, es ist hier irgendwo und ich mache das jetzt mal so ein bisschen ganz nebenbei, dass wir so nach und nach mal... Na, Mann. Ja... An den Zuschauer, der im letzten Part fragte, ob Pferde Treppen hochgehen können und warum ich es denn für blöd halte. Ich halte es für blöd, weil... Hä? Hallo? Lieber Geist? Muss ich jetzt bitte sagen? Ah, okay. Na. Halt, umdrehen. Okay, noch weiter zurück. Rückwärtsgang und... Okay. Also okay, wir gehen dann einfach in den nächsten Dungeon. Das ist ja alles kein Ding, Mann. Und bremsen. Okay, die Geister mache ich einfach als Special zum späteren Zeitpunkt, weil wenn ich jetzt wirklich ein Let's Collecting Herzteile und Schoolies mache, dann bedeutet das auf gut Klartext, ja, folgendes. Es wird kein 100% Let's Play, wenn ich dann die letzte Flasche nicht mitnehme. Und das heißt, ich muss mir durch, wohl oder übel...
irgendwie das zusammensuchen, wo diese ganzen Geister sind. Entweder muss ich das offscreen mal ein bisschen forschen oder mir auf der Internetseite irgendwo angucken. So, damit sind meine Herzen auch wieder voll. Oder, naja, vielleicht könntet ihr so nett sein, weil das ist ja bestimmt noch ein Weilchen hin, muss ich die ganzen Geister-Special-Dinger machen und so. Da könntet ihr mir vielleicht ja eine Art Video in denn die Kanal, in den Videokanal, man, ja, in die Kanal, das Video, man, bin ich gerade blöd? Ja, irgendwie schon. In die Kommis vom Video schreiben, ein Videolink oder ähnliches, das wird natürlich dann nicht gelöscht, also nicht als Werbung gesehen, wenn es denn ein vernünftiges Video ist. Oh Mann, die doofen Spinnen schon wieder. Ich hasse Spinnen. Down, Mann. Und dann wäre ich darüber sehr dankbar, dass ich dann sehe, wo die ganzen 10 schönen Geisterchen sind, dass ich dann... Mann, hau ab. Und wir lassen uns natürlich nicht überrollen. Da wäre ich sehr dankbar drüber, echt. Denn dann könnt ihr auf meine Art und Weise sehen... Wo rollt der denn hin? Rollt der nicht hier runter? Naja, egal. Oh Mann, oh ja, der nächste Tempel, der wird um einiges schwerer. Also was heißt schwerer? Der wird größer, komplexer, vielfältiger sein als der Waldtempel. Aber ich freue mich dennoch drauf, muss ich ehrlich zugeben irgendwie. Weil, ja, ich mag den Dungeon ganz gerne eigentlich und der Endgegner hat was sehr Episches, wie ich finde. Und, Hepper, ich glaube, hier hätte ich jetzt noch Rubine sammeln können. Nein, Quatsch. Sammle doch jetzt hier keine... Okay, 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 okay. Ich nehme doch 3 Rubine mit. So, Edge. Und dann müssen wir hier rein. Gerade geht der Tag auf, aber das interessiert uns nicht, denn wir sind sowieso hier in der Höhle. Und hier ist eigentlich ziemlich leer, aber trotzdem zeigt einem die Musik und auch alles andere, dass hier doch sehr... Wow, verdammte Scheiße. Ich wusste es, ich stürze hier ab. Verfickte Scheiße, ich hab's mir doch denken können. So ein Dreck, das haut mich echt weg. So ein Dreck, das hau mich gleich weg. Ich krieg das nicht gebacken, mal mir nicht einzukacken. Mann, ich will doch bloß die dumme Spinne haben. Mann, ich muss doch bloß gerade auf diese Linie laufen können. Ach Mann, wäre ich jetzt beim betrunkenen Test, würde man mich als besoffen erklären. Meine Fresse aber auch. Link ist Alkoholiker. Wie ich es auch in den jetzt in dazu editierten Titel eines Videos geschrieben habe, wo ich als junger Link erwähnte, dass ich ins Netto muss, um mir Bier zu kaufen. Das war natürlich totaler Quatsch. Link ist kein Alkoholiker. Get me die Skooli! Du hast eine Skooli. Da walzt sich ein kleiner Goroni hier quer durch die Bude, Alter. Der ist aber rollwütig. Der Goron lernt auf Level 17 die Walzerattacke. Okay, wir wissen ja, was wir mit Goron machen müssen. Die Rollen und so, das kennen wir ja alles. Ich glaube, das habe ich ja alles schon gezeigt. Warte mal, habe ich das gezeigt? Nee, habe ich nicht. Das ist ja peinlich. Ich habe nicht gezeigt, wie man die Bombentasche vergrößert. Na, das ist aber kacke. Okay, Freunde, macht nichts. Wird noch früher oder später genug rankommen. Okay, das war's. Wie konnte dir das gelingen? Du bist einer von Ganondorfs Leuten! Höre meinen Namen und neige dein Haupt in Ehrfurcht! Ich bin Kai! Hey, das ist mein Name. Der größte Krieger der Goron! Was, der größte? Du bist nicht mal der... Na, noch, du bist der Kleinste. Oh, oh, komm erstmal hoch, Mann. Wachs erstmal auf meine Größe. Was? Auch dein Name ist Kai? Dann musst du der legendäre Dodongo-Jäger sein. Ja, natürlich, aber höchstpersönlich, Mann. Bitte keine Autogramme, stelle Freunde, erst später. Der mächtige Kai. Darunia ist mein Vater. Kennst du ihn? Nein, ich nur so nebenbei, ganz flüchtig oder so. Er benannte mich nach dir, weil du tapfer bist und viel für uns getan hast. Mir gefällt der Name. Ich könnte mir keinen besseren vorstellen. Kai, für uns bist du ein echter Volksheld.
Ich bin stolz, dich kennengelernt zu haben. Oh, danke schön. Finde ich sehr nett. Gib mir bitte ein... Ich habe gesagt, keine Autogramme. Für meinen Freund Kai, den Groen. Oh, es mag ein schlechter Zeitpunkt sein, dich erneut um Hilfe zu bitten. Doch hör mich an. Mein Vater Darunia begab sich zum Feuertempel. Dort lebt ein Höllendrache. Wenn wir uns nicht beeilen, ist mein Vater verloren. Heul, Schnuff, Daddy. Du solltest ihn beruhigen, wenn du kannst. Am besten du fragst ihn einfach etwas. Worüber willst du ihn befragen? Über den Drachen, über die Goronen. Vor langer Zeit lebt eine diabolische Kreatur namens Volvagia. Als perverser Mensch könnte man jetzt fast Vagina lesen, aber nein, ich erspare mir das jetzt. In den Höhlen dieses Berges. Diese Drachenkreatur wütete auf grausamste Art. Sie fraß Goron bei lebendigem Leib. Ihr fresst Steine, das ist das nicht schwer, Magen euch zu verspeisen? Naja. Mit Hilfe eines legendären Hammers gelang es schließlich, Volvagia zu vernichten. So erzählt die Legende aus vergangenen Zeiten. Ich weiß, dass sie wahr ist. Einer der Vorfahren meines Vaters war nämlich derjenige, der die Kreatur vernichtete. Oh, wow. Und nun? Schniff, Daddy. Was nochmal? Gar nicht. Muss ich das auch noch fragen? Vater war gerade nicht hier, als alle von Ganondorf in den Feuertempel verschleppt wurden. Es war schrecklich. Ganondorfs Leute fielen in unsere Stadt ein und nahmen alle gefangen. Alle? So viele sind das gar nicht, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Jetzt sollen sie Volvagia geopfert werden. Vater sagte, dass Ganondorf die Drachenkreatur wiedererweckt hat. Oh mein Gott! Ich wusste ja, er ist mies, aber dass er so mies ist. Er ist so freundlich und belebt einen Drachen wieder. Naja, eigentlich gar nicht so fies. Als Warnung an alle, die sich ihm widersetzen, will der Tyrann die Kronen dem Drachen Volvagia zum Fraß vorwerfen. Naja, der arme Drache, ey. Also bruch Vater ganz alleine zum Tempel auf, um sie zu befreien. Bitte hilf ihm, Kai. Möge diese Goron-Rüstung zum Gelingen deiner Mission beitragen. Ja, yeah, Freunde, damit haben wir unsere dritte und eigentlich auch letzte Rüstung. Diese feuerfeste Rüstung passt nur Erwachsenen. Sie schützt vor extremer Hitze. Und die Türen sind open. Wir können jetzt in den Laden und noch ein bisschen woanders hin. Und ja, ich weiß auch natürlich, wo ich hin muss und... Ja, wir legen mal unsere schneidige rote Rüstung an. Wie sieht's denn aus? Oh, sehr cool, finde ich. Ja, doch, es passt sehr cool. Und heppa! Wuha! Und wir müssen hier rein. Dann können wir dann hinten diese, glaube ich, diese Statue da weg... Stumm! Ja, ich benutze es nochmal. Hahaha, ich bin so fies. Oh, dann kann ich dieses hässliche Mistvieh da wegziehen. Sind hier immer noch Dekostäbe drin? Tschä! Was machst du da? Kohle! Okay, dafür bin ich doch gern mal ein kleiner Vandalist. Öffnet mir die Töpfe! Okay. Freunde, wir haben noch kein Kraftarmband oder ähnliches, aber... Puh, meine Fresse. Und rein da. Denn wir sind ja jetzt hitzebeständig. Ja, das erinnert mich sehr, aber ich habe ja jetzt Metroid Prime endlich durchgespielt, um bei Luxair Link sein aktuelles Metroid Prime Let's Play zu gucken zu können. Das erinnert mich sehr an den Variosuit. So, mein kleiner Insider von anderen Games. Okay, da ist ein Herzteil. Das interessiert mich ja alles nicht. Haha. Naja, außer natürlich, dass ich jetzt hier mit dem Hammer noch ein Twiki machen kann, was ich jetzt natürlich erst nach dem Feuertempel machen kann. Und es wird Zeit, unseren Fanghaken rauszuholen. Damit können wir uns auf die andere Seite hangeln. Und ganz vorsichtig und... Und natürlich musste er kommen. Unser kleiner, ich weiß immer noch nicht, welches Geschlecht er hat uns... wieder mal gefunden, unser kleiner Stalker hier. Wahre Freundschaft wächst, je länger sie besteht. Sie wächst im Herzen und wird mit jeder Minute stärker. Musst du mal so schmalzig sein? Ich meine, hat dir irgendjemand was mal in den Hintern gesteckt oder so? Mann, das ist ja übelst ätzend. Die leidenschaftliche Blüte der Freundschaft, die jetzt schon in dir reift. In mir reift gar nichts, Mann! Wird dir weisen den richtigen Weg. Hör auf zu labern! Diese Melodie sei der Kraft der Freundschaft gewidmet. Lausche nun dem Bolero des Feuers. Okay, bring mir das Lied bei, aber hör auf mit einem geschwitzigen Gequatsche. Da, 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 da.
unten A, rechts, unten, okay. Okay, mal gucken, ob ich mir das so halbwegs behalten kann. Na, verdammt. Der A-Knopf fällt aus. Yeah! Klingt so ein bisschen wie Army-Musik, finde ich. Wie so ein Marsch oder so. Wer weiß, was ein Bolero ist, kann mir das gerne schreiben. Ich finde das Lied ganz cool. Oh mein Gott, meine Ocarina leuchtet schon wieder. Chica hatte wieder Glitter dabei, verdammt. Alter, nimm die Sharingan-Kontaktlinsen raus. Da bist du im falschen Spiel und in der falschen Serie, Mann. Kai, wir werden uns wiedersehen. Ach ja, jetzt kommt ja wieder deine Blitznuss-Technik, oder? Oh mein Gott, die Brücke fängt an zu brennen. Hopp. Ach, ich glaube, es ist ein sehr femininer Mann, in den sich Zelda verkleidet hat. Das ist ja auch keine Kunst, weil, naja. Keine Ahnung, es ist so, das hier ist das Teleporter-Portal dafür. Wow, da oben seht ihr ein Herzteil. Das war jetzt nur so im Voraus. Warum zeige ich euch das eigentlich? Ich meine, ich mache doch sowieso ein Let's Collecting-Herzteile. Okay, noch Steine, wir forsten uns noch vielleicht auf, obwohl wir gar nichts brauchen irgendwie. Ich habe jetzt so ein bisschen Unmut dabei, dass ich jetzt hier mit nur 20 Bomben reingehe, weil ich glaube, man braucht ab und zu mal Bomben in diesem Dungeon. Ach, Freunde, es wird schon gut gehen. Wir gehen in die Fire Temples rein. Leitern klettern ist uncool! Wir haben uns die Knöchel gebrochen und uns die Beine voll in den Arsch gerammt. Aber egal, Linky kann immer noch laufen, denn er ist standfest. Och, Mann. Jetzt weiß ich, warum er so klein ist. Immer wenn wir runterspringen, wird er wahrscheinlich 5 cm kürzer. Okay. Und mal die Framerate ist schon wieder mal ganz kurz verreckt. Und ich mache jetzt hier mal einen Blindschuss. Du hässliche Fledermaus! Yeah! Die zweite ist auch gleich dran. Twiffer! Oh, Herzen, begrüße ich sehr. Komm zu Papa. Ich brauche eins, ich bin gerade gestürzt und 5 cm kürzer geworden. Freunde, ich weiß so gut wie nichts mehr über diesen Dungeon. Ich muss sagen, ich bin hier völlig aufgeschmissen. Ich weiß noch, was wir hier kriegen und ich weiß auch noch so ein bisschen was über den Endgegner. Aber im Großen und Ganzen ist mir das gerade ganz überhaupt nicht mehr geläufig hier. Ich sehe, wir brauchen einen Schlüssel und dort eine Tür und ich weiß noch, dieser vermaledeite, ja, ich benutze mal das Wort von Olle Basil oder Basil, dass hier dieser Dungeon ätzende Fake-Türen hat. Ich gehe mal einfach hier rein. Der Master Key! Oh, verdammt. Ach, genau, das war von der anderen Seite irgendwie. Bitte, bitte, friss mich nicht. Wenn du mich frisst, wird dir ganz schlecht werden. Das glaube ich auch, ey. Du würdest es bereuen. Ihr esst Steine, ich kann euch nicht essen. Ich beiß mir die Zähne daran aus. Ach ja, Freunde. Okay, hier können wir noch nichts machen. Das notiere ich mir jetzt mal in meinem Kopfzettel-Dingsplan. Und dann wird doch erstmal... Oh, nicht ihr schon wieder. Ach, verdammt. Verreck, du Mistvieh! Ich werde noch einmal meinen Sniper-Shot-Skill beweisen und yeah, One-Hit! Mit einem Treffer. Los, drop Pfeile. Na, verfickte Scheiße. Er gibt mir natürlich keine Pfeile. Er gibt mir einen beschissenen Rubin. Wäre jetzt hier ein Händler, wo ich mir Pfeile kaufen könnte, wäre das Ganze ja noch halbwegs nützlich. Okay, erstmal hier rein und dann werde ich den Part beenden. Oh, nichts ist mit Part beenden. Ach, wie immer macht uns eine Cutscene einen Schnitt durch die Rechnung. Wer ist da? Bist du es, Kai? Tatsächlich, Kai! Du bist erwachsen geworden! Ein richtiger Man! Naja, ich bin immer noch Abenteurer und ich bin immer noch 16. Und ich habe meinen ersten Kuss verpennt durch die 7 Jahre, die sie mich verbannt haben. Ist das nicht fies? Gerne würde ich mich länger mit dir unterhalten, doch die Zeit drängt. Erneut hat Ganondorf Chaos gesät. Er hat die infernalische Drachenkreatur Volvergia aus dem Reich der Toten zu Wicke geholt.
Zudem will er die gefangenen Goronen der Bestie zum Fraß vorwerfen. Als Warnung an alle, die ihm trotzen. Was? Wer will ihn anrotzen? Wenn das feuersprechende Ungetüm aus den Höhlen des Tempels entkommt, wird Hyrule in einem flammenden Inferno versinken. Okay. Ich merk's mir. Im Hinterkopf. Ich werde vorgehen und versuchen, die Kreatur zu bezwingen. Das wird nicht leicht, denn mir fehlt die Waffe, die in der alten Sage Erwähnung findet. Doch mir bleibt keine Wahl. Kai, als dein Bruder bitte ich dich um diesen Gefallen. Während ich die Bestie fordere, sollst du meine Leute retten. Die Zellen, in die man sie gesperrt hat, sind über den gesamten Tempel verteilt. Hilf mir, Kai. Hey, wie kommst du da rein unter den Master Key? Ich hab dir gesehen, die Truhe ist zu, Mann. Du Spaß, bleib hier, Mann. Du, oh Mann, das ist doch Selbstmord, jetzt gegen den Drachen zu kämpfen, weil wir machen das Vieh sowieso platt. Okay, Freunde, ich sehe schon mal einen Schalter und eine komische Platte und ja, noch so ein Tick, ein, zwei Ticks andere, was mich so ein bisschen an den Dungeon hier erinnert. Also, Freunde, wir sehen uns im nächsten Part und ich hoffe jetzt, das ist lange genug gewesen. Und ja, ich erkündige jetzt hier im Ende des Videos etwas an, was gar keinen Unhalt macht, weil ich werde jetzt noch ein neues Gameboy-Let's Play anfangen. Da habe ich jetzt einfach Bock drauf. Was es ist, weiß ich noch gar nicht. Ich werde mir jetzt spontan was aussuchen. Bis gleich, Freunde. Haut rein. Ciao.